gute Laune. Cabrios vom Autohaus Allgäu. Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Grüß Gott und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. Hier der Themenüberblick für die heutige Sendung. Lehmgrube sorgt für Streit. In Kronburg ist man gegen die Wiederverfüllung der Lehmgrube Hackenbach. Giftige Einwanderer, neue Pflanzen im Allgäu sorgen für gesundheitliche Probleme. Und wandelndes Lexikon von Oberstdorf. Eugen Thoma, Empfänger der Silberdistel im Porträt. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Wer eine Grube gräbt, der verfüllt sie in der Regel auch wieder, denkt man zumindest landläufig. Es sei denn, die sogenannte Abgrabungsgenehmigung besagt etwas anderes. Eine Abgrabungsgenehmigung wird dann erteilt, wenn jemand eine Lehm- oder Kiesgrube errichten will. Sie regelt unter anderem, ob die Grube nach dem Abbauende wieder verfüllt werden muss oder nicht. Im Falle der Lehmgrube Hackenbach bei Kronburg muss nicht verfüllt werden. Der Betreiber hat es dennoch vor. Eigentlich eine gute Sache, Dinge wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzubringen, denken sie. In Kronburg selbst ist man gegen das Vorhaben. Sebastian Zausch und Peter Böhr über ein Geschenk, das keiner haben will. Das ist sie, die Lehmgrube in Hackenbach bei Kronburg. Seit über 100 Jahren wurde hier Lehm für die Ziegelherstellung abgebaut, zuletzt vom Ziegelwerk Klosterbeuren. Das benötigt die Grube jetzt nicht mehr und will sie verfüllen mit rund 800.000 Kubikmeter Material. Wir wollen die Lehmgrube verfüllen, um den ursprünglichen Geländeverlauf wieder herzustellen. War früher und immer die Wünsche des Regionalplanes Donau-Iller. Zu früheren Zeiten war es nicht realisierbar, weil jede Kiesgrube Aushubmaterial annehmen dürfte. Das ist heute nicht mehr gegeben und somit steht einer Verfüllung der Grube auch in ausreichenden Mengen nichts mehr im Wege. Das Problem, die Gemeinde will nicht, dass die Lehmgrube verfüllt wird. Der Gemeinderat votierte einstimmig dagegen. Und auch eine Bürgerinitiative hat sich gegen das Projekt gegründet. Als 1994 eine weitere Nutzung der Grube genehmigt worden sei, habe man ausdrücklich von der Auffüllung abgesehen und eine Rekultivierung vorgeschrieben. Dabei solle es auch bleiben. Erstens mal aus Umweltgründen. Die Umwelt, wir sind hier im Millertal ein sehr sensibles Gebiet. Es soll ja Schadstoffmaterial bis zur Qualifizierung Z2 eingebracht werden. Und damit ist der Gemeinderat nicht einverstanden. Zum anderen haben wir ja schon in der Gemeinde mal eine Bauschuttdeponie gehabt, die über 10 Jahre und länger befahren wurde. Beziehungsweise wir hatten hier den ganzen Verkehr, auch eine Umweltbelastung. Und ist der Gemeinderat der Meinung, der Gemeinde Kronburg, dass hier eine Wiederverfüllung nicht erfolgen soll. Hubert Tata vom Ziegelwerk Klosterbeuren versichert gegenüber unserem Sender, mehr Verkehr als bisher gebe es nicht. Auch Befürchtungen, schadstoffbehaftetes Material könne dort eingebracht werden, will er entkräften. Das ist nahezu ausgeschlossen, weil jeder Aushub vor der Annahme kontrolliert wird, beziehungsweise chemische Analysen gefertigt werden. Und damit also nicht irgendetwas vergraben wird, steht im bayerischen Eckpunktepapier, dass die zuständige Genehmigungsbehörde 1 bis 2 Mal im Jahr Bohrproben entnehmen wird, deren Lage dem Betreiber nicht bekannt sein wird und Analysen vornehmen wird. Die Mitglieder der Bürgerinitiative überzeugt das nicht. Sie wollen die Wiederverfüllung in jedem Fall verhindern. Ich denke, die brauchen den Lehm hier nicht mehr. Sie selbst sagen, die Qualität des Lehms ist nicht mehr so gut. Und es geht einfach Geld zum Verdienen, was auch legitim ist, Geld zu verdienen. Aber es geht immer auf Kosten, hier speziell auf Kosten der Bürger und Anwohner, die zusätzlich zu dem Verkehr auch den Dreck und den Staubentwicklung haben. Und die Gemeinde hat zusätzlich die Kosten für die Straßenreparaturen. Wie es in Sachen Lehmgrube weitergeht, das entscheidet sich derzeit in Mindelheim. Denn nach der Ablehnung durch den Gemeinderat liegt das Verfahren derzeit beim zuständigen Landratsamt. Aktuell wird der Antrag baurechtlich umfassend geprüft bei uns im Haus.
Das heißt, dass unter anderem die Stellungnahmen der Träger öffentliche Belange eingeholt werden. Da wird unter anderem das Wasserwirtschaftsamt gefragt, aber auch der Naturschutz, der Bodenschutz. Und dann geht es auch um den Emissionsschutz, der prüft, ob für die Bürger zum Beispiel Lärmbelastungen vorkommen können. Eine Entscheidung wird noch einige Wochen auf sich warten lassen. Kann sein, dass der Streit um die Lehmgrube dann aber noch lange nicht beendet ist. Denn gegen die Entscheidung steht beiden Seiten der Rechtsweg offen. Es war ein dramatischer Fall, über den wir da Ende letzter Woche berichtet haben. Vermutlich aus Versehen hatte ein Oberallgäuer Landwirt das hochgiftige Jakobskreuzkraut gegessen. Gut 10 Tage später zeigten sich erste Vergiftungssymptome, Krampfanfälle beispielsweise. Sofort wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Dort konnte man ihm aber nicht mehr helfen. Er starb kurze Zeit später. Toxikologen zufolge ein Einzelfall mit extremen Folgen. Und doch verzeichnen Botaniker und Gesundheitsexperten, dass immer mehr Pflanzen auch im Allgäu heimisch werden, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Evelyn Priep und Marco Zanoni berichten. Das Kreuzkraut hat viele Namen. Jakobskreuzkraut, Wasserkreuzkraut oder Alpenkreuzkraut. Der Name deutet auf den Ort, wo es wächst. Giftig sind alle Arten. Also hier haben wir jetzt noch junge Exemplare vom Alpenkreuzkraut. Sie blühen jetzt noch nicht. Man kann die Pflanze so beschreiben, dass sie ja so herzförmige, ovale Blätter hat mit einem gesägten Rand. Wenn man die Blätter zerreibt, es riecht unangenehm, es stinkt förmlich. Also die Rinder verschmähen das Kreuzkraut auf der Weide, weil es unangenehm riecht und unangenehm schmeckt. Viel häufiger sind aber Vergiftungen durch andere Pflanzen, wie der Ambrosia. Es kann hauptsächlich zu Heuschnupfen kommen, so wie man das normalerweise kennt. Es kann auch zu Kreuzallergien kommen, dass die Menschen dann stärker sensibilisiert werden gegenüber anderen allergieauslösenden Nahrungsmitteln wie Ananas, Banane oder Kiwi oder ähnliches. Und es kann auch passieren, dass richtig Asthma dadurch hervorgerufen wird. Die Ambrosia kommt aus den USA ins Allgäu und ist dabei, sich zu verbreiten. Deshalb hat Bayern eine Initiative gestartet, um die Pflanze auszurotten. Wir wollen die Pflanze nicht im Allgäu haben. Deswegen auch unser Aufruf an die Bürger, wenn sie eine solche Pflanze in ihrem Garten sehen, entfernen sie es und entsorgen sie es mit dem Restmüll. Es kommt bei uns hauptsächlich in den etwas wärmeren Gebieten in Bayern vor. Wir haben hauptsächliche Fundorte auch in Gärten, wo es durch Vogelfutter verbreitet wird. Im Allgäu haben wir es weniger bisher gefunden. Eine weitere giftige Pflanze ist der Riesenbärenklau. Sie sieht dem normalen, ungefährlichen Bärenklau sehr ähnlich, wird aber bis zu 4 Meter groß. Der Riesenbärenklau zählt zu den Neophyten. Der ist also eine eingewanderte Pflanze. Und im Unterschied zu dem normalen Wiesenbärenklau kann man bei der Berührung vom Riesenbärenklau eine Hautreaktion bekommen, die einem Sonnenbrand ähnelt. Das sind Pusteln auf der Haut, also die richtig massive Ausmaße annehmen können. Schwere Pusteln, Verbrennungserscheinungen und vor allen Dingen eine Empfindlichkeit gegenüber dem Sonnenlicht. Außerdem ist die Pflanze besonders gefährlich für Nichtwissende, wie zum Beispiel Kinder. Für Kinder sind diese Pflanzen natürlich sehr attraktiv. Es mussten bereits Kinder stationär in Krankenhäusern behandelt werden, weil sie diese Stängel des Riesenbärenklaus für Ritterspiele hergenommen hatten, weil sie Blasrohre draus gemacht hatten und weil sie in den großen Blättern Verstecken gespielt hatten. Und was sind dann die Folgen für die Kinder? Die Folgen für die Kinder sind die gleichen für die Erwachsenen. Diese Hauterscheinungen, die im Grunde genommen Verbrennungen zweiten Grades, wenn sie mit Blasenbildungen hergehen, identisch sind. Um sich vor Vergiftungen aller Art zu schützen, hilft nur Information. Deshalb hat das Landratsamt Oberallgäu auf der Homepage eine detaillierte Auflistung veröffentlicht unter www.oberallgäu.org.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das kann auch eine Neunjährige aus dem Westallgäu bestätigen. Ein Bonbon hatte sich gestern Nachmittag so in ihren Atemwegen verfangen, dass die Schülerin nur noch schlecht Luft bekam. Zufällig kam eine Streife der Lindauer Polizei in Rotkreuz vorbei. Schulfreunde des Mädchens hielten die Polizisten an und machten auf die bedrohliche Situation der Neunjährigen aufmerksam. Die Beamten handelten sofort, schlugen ihr erst leicht, dann fester auf den Rücken, bis das Bonbon wieder draußen war. Der Notarzt, der zwischenzeitlich eingetroffen war, untersuchte das Mädchen vorsorglich. Eine weitere Behandlung war laut Polizeimeldung aber nicht mehr erforderlich. Weitere Meldungen aus der Region gibt's nach der Werbung. Mit der AOK Kempten Oberallgäu und Nordic Walking gesund und fit durch den Sommer. Der gesundheitsorientierte AOK-Parcours in Eschach bietet einen dauerhaften Gesundheitstreff für Anfänger und fortgeschrittene Nordic Walking-Fans. Auf der Technikroute wird in 7 einfachen Schritten die sogenannte Alpha-Technik erklärt und macht den Parcours so zum erlebbaren Nordic Walking-Kurs. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Schönsten Momente genauso schön in Erinnerung bleiben. Mein CW Fotobuch. Ihre Digitalfotos als echtes Buch im Internet unter meincwfotobuch.de und überall, wo es Fotos gibt. Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Ach, Mist! Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Freuen Sie sich jetzt wieder auf Zott-Sahne-Joghurt Waldbeer Panna Cotta mit feiner Panna Cotta und fruchtigen Waldbeeren. Mit Zott ins Weekend Feeling. Zott-Sahne-Joghurt Waldbeer Panna Cotta. Waffenbär. Das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Der richtige Rahmen für jede Gelegenheit. Festlich für Ihre Feier. Individuell für Ihre Meetings. Charmant für Ihren Wochenendurlaub. Herzlich willkommen im Hotel Hirsch, im Herzen Otto Beurens. Für jeden das passende Rad. Radlstadl. Dickenreishausen. Radl-stadl.de. Tanken Sie Sonne. Sauber, unabhängig, preiswert. Alles Wissenswerte unter www.allgäuer-solarpaket.de. Kompakt am 17. Juni, das sind die Meldungen aus der Region. Im Landtagsuntersuchungsausschuss zum Bayern-LB-Desaster ist der Kemptner Abgeordnete Thomas Kreuzer entrüstet über das Schweigen der Ex-Banker. So ein großer Vorstand und so wenig Erkenntnis, damit bringt es Thomas Kreuzer auf den Punkt, nachdem er heute ehemalige Spitzenmanager der Bank vernommen hat. Diese verwiesen jedoch lediglich auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die Regierung von Schwaben erteilt dem Haushalt des Landkreises Lindau grünes Licht und begrüßt den eingeschlagenen Weg des Schuldenabbaus. Größte Einnahmequelle ist die sogenannte Kreisumlage der Kommunen, die rund 30,3 Millionen Euro ausmacht. Größter Ausgabeposten des laufenden Haushaltes sind Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau mit mehr als 8 Millionen Euro. Das regionale Tourismusmanagement des Landkreises Lindau hat nun eine neue strategische Marschroute festgelegt. Im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung stellte die Leiterin des Managements das neue Marketingkonzept vor. So sollen Gäste künftig mit überregionalen Themen angesprochen werden. Die Vermarktung des Landkreises Lindau als Reiseziel soll dagegen eher in den Hintergrund rücken. Das regionale Tourismusmanagement im Landkreis Lindau hat die Aufgabe, den Tourismus von zentraler Stelle aus strategisch
strategisch zu koordinieren und neue Projekte zu initiieren. Die Kemptner Konstruktionsgruppe Bauen hat sich einen umfangreichen Forschungsauftrag gesichert. Das Unternehmen soll die Daten von Autobahnbrücken in Süddeutschland auswerten. Von den Ergebnissen erhofft man sich Aufschluss darüber, wie die Lebensdauer von Brücken erhöht werden kann. Der Forschungsauftrag wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert. Unterstützung erhält die Konstruktionsgruppe Bauen zudem von der Hochschule Karlsruhe. Die Bayerische Straßenbaubehörde untersucht momentan die Lärmbelästigung an der A7 und der A96 im Bereich der Stadt Memmingen. Derzeit wird geprüft, ob entlang der Bundesautobahnen zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen werden müssen. Hintergrund für diese Untersuchungen ist unter anderem ein Schreiben des Memminger Oberbürgermeisters Dr. Ivo Holzinger an das Bundesministerium für Verkehr in Berlin. Erste aussagekräftige Ergebnisse seien allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten, so das Ministerium. Das Haus Chancennest in Kempten steht ein halbes Jahr nach Eröffnung vor dem Aus. Als Grund dafür gab die Leiterin Ulrike von Leswier an, dass bis heute keine Kinder vermittelt worden seien. Nach Angaben des Jugendamtes Kempten liege das an der sehr speziellen Ausrichtung der Einrichtung. Das Haus Chancennest ist eine Anlaufstelle für Kinder von suchtkranken Eltern. Es wird von der Erzieherin Ulrike von Leswier privat finanziert. Ein 101-jähriger Autofahrer hat gestern im Ostallgäuer Biedingen eine 12-Jährige angefahren. Das Mädchen lief mit Krücken am rechten Fahrbahnrand. Der Mann streifte das Mädchen mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs. Bei dem Sturz wurde die 12-Jährige leicht verletzt. Das waren die Meldungen am Donnerstag und jetzt gibt's wie immer die Wettervorhersage. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt im gesamten Allgäu Regen. Die Temperaturen liegen bei 13 Grad. Am Freitagmorgen zeigt sich dann vereinzelt die Sonne. Die Temperaturen liegen um die 12 Grad. Mittags ist es dann wechselhaft und das Thermometer steigt auf bis zu 18 Grad. Auch am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es kommt aber immer wieder zu Regenschauern. Der Samstag bleibt unbeständig bei Temperaturen um die 15 Grad. Am Sonntag wird es deutlich kälter und es bleibt verregnet. Ab Montag bessert sich das Wetter dann langsam, die Sonne zeigt sich wieder häufiger und die Temperaturen steigen auf 16 Grad an. 3 Jahre haben Planung und Umsetzung gedauert. Jetzt ist er endlich fertig. Der neue Dorfgarten im Bad Hindelanger Ortsteil Unterjoch. Letztes Wochenende hätte er eigentlich mit einem großen Dorffest eingeweiht werden sollen. Das Wetter machte dem Ganzen aber einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie es so schön heißt. Trotzdem waren wir neugierig, wie denn der neue Dorfgarten aussieht. Meine Kollegen Evelyn Priep und Julian Küpper waren dort und haben auch gleich nachgefragt, wann denn nun die Einweihung ist. So sieht er jetzt aus, der neue Dorfgarten mitten in Unterjoch. Nach 3 Jahren Planung ist es jetzt soweit. Die etwa 5000 Quadratmeter stehen bereit. Das Besondere, die Planung haben die Bewohner selbst in die Hand genommen. Die Gemeinde, also bei uns im Gemeinderat, hat es eigentlich recht gern gesehen, dass diese Bürgerinitiative vorher kam und dass eine gewisse Vorarbeit geleistet wurde. Dann haben wir sehr oft Ortsbegehungen gehabt, auch mit dem Gemeinderat, mit dem Bauausschuss zunächst, mit dem Bau- und Umweltausschuss. Und die Gemeinderäte haben es aber auch sehr positiv gesehen. Wo die Planung dann mal gestanden ist, mit dem Landschaftsarchitekten und der Gemeinde, Marktbeamt und so weiter, sind wir halt immer wieder mit einbezogen worden. Man hat ganz viele Begehungen gemacht, Versammlungen, telefonisch Kontakt gehalten, einfach um die ganze Kleinigkeiten, wo es in so einem Projekt doch gibt, immer wieder abzuklären. Und es war einfach ein Wunsch von allen, dass die Bürger von Unterjoch mit, ich sage jetzt nicht bestimmen, aber zumindest mit einwirken können, wie das Ganze aussieht. Mit vielen Ideen und Verbesserungsvorschlägen haben die Bürger den neuen Dorfgarten also mitgestalten können. Insgesamt hat der Umbau 160.000 Euro gekostet. Mit 50% von den Ausgaben hat sich die ländliche Entwicklung beteiligt. Der Dorfgarten ist nicht mehr der alte Kurpark, wie man früher genannt hat. Er ist jetzt doch wesentlich frischer und schöner gestaltet, auch für die Kinder. Der Bachlauf ist leicht verändert worden, dass die einen Zugang zum Bach haben. Und das ist einfach eine Begegnungsstätte, sowohl für die verschiedenen Altersgruppen als auch für Gäste und Einheimische.
Schließlich sollte die Einweihung dann letztes Wochenende stattfinden. Aber auch wenn sich einige Lebewesen über die derzeitige Witterung freuen, für das Fest kommt das Wetter nicht gelegen. Wenn die Einweihung dieses Wochenende auch nicht stattfinden kann, wird sie in den Herbst verschoben. Vielleicht hat Petrus ja doch noch Mitleid. Gleich besuchen wir das wandelnde Lexikon von Oberstdorf. Bleiben Sie dran! Besuchen Sie die MEER 2010, die Messe für das Ostallgäu. Mit einfach mehr außergewöhnlichen Ausstellungs- und Erlebnisangeboten. Die Region präsentiert sich mit ihren stärksten Unternehmen. Handel und Handwerk, Gastronomie und Dienstleistung, Gesundheit und Freizeit. Für einen erlebnisreichen Tag sorgen zahlreiche Aktionen auf dem Messegelände sowie das Unterhaltungsprogramm im Allgäuer Brauhausfestzelt. Die MEER 10 heißt Sie herzlich willkommen auf dem Modeon-Gelände in Markt Oberdorf vom 18. bis 20. Juni bei freiem Eintritt. Freitag von 12 Uhr bis 20 Uhr, Samstag und Sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr. Infos unter messe-mehr.de. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Vor oder nach der MEER geht's am 19. und 20. Juni zur großen Hausmesse von Eisenfendt. Es erwarten Sie viele Aktionen, Attraktionen und sensationelle Angebote. Sie suchen optimale Werkzeuge für optimale Arbeitsergebnisse? Wir haben sie alle! Besichtigen Sie hochwertige Holzbearbeitungsmaschinen von Scheppach. Fendt, Ihr fantastischer Partner aus Markt Oberdorf im Gewerbegebiet West. Die Allgäuer Freilichtbühne in Altusried. Einzigartiger Schauplatz für bewegende Momente. Lassen Sie sich verzaubern von der großen Altusrieder Märchenproduktion Aschenputtel. Vom 19. Juni bis 11. Juli auf Süddeutschlands größter Freilichtbühne. Informationen und Kartenbestellung unter Altusried 92200. Stein, Wasser, Kunst. Wir bieten Ihnen über 100 Brunnen und Wasserspiele aus Meisterhand in unserer Ausstellung. Brunnencenter Allgäu, Jocham Natursteine in Durach. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Wir haben was gegen Insekten und Pollen. Allgäuer Insektengitter, die Lösung für Türen, Fenster und Lichtschächte. Allgäuer Insektengitter in Mauerstetten. Informieren Sie sich. Er war Hirtenbub, Zimmermann, Polizist und schließlich Museumspfleger in Oberstdorf. Keiner kennt sich mit der Geschichte der Gemeinde so gut aus wie er. Sein Wissen ließ und lässt er einfließen in das Oberstdorfer Heimatmuseum, in diverse Bücher und seit einigen Jahren auch in Mundart-Theaterstücke. Die Rede ist von Eugen Thoma, dem wandelnden Lexikon von Oberstdorf, wie er kürzlich in einem Zeitungsartikel genannt wurde. Nun ist der 78-Jährige mit der Silberdistel der Allgäuer Zeitung ausgezeichnet worden. Grund genug also für meine Kollegen, Eugen Thoma einmal zu besuchen. Okay, cool. Theaterstücke schreiben, die neueste Leidenschaft von Eugen Thoma. Seit einigen Jahren verbringt er viel Zeit in seiner Schreiberstube am Computer, den er selbst Blechdepp nennt, und arbeitet an neuen Stücken. Immer im Mittelpunkt die Geschichte der Gemeinde Oberstdorf. Denn wie sollte es auch anders sein, die Heimatkunde war und ist Thomas' große Leidenschaft. Ja, das geht bei MEER zurück bis in die Grundschule. Ich habe eine Lehrerin gehabt in der Grundschule, die Frau Zirkel. Und ihr Mann, der war bei uns da Heimatgeschichtsforscher. Die Frau hat da mitgeschafft und die hat einen solch tollen Heimatkundeunterricht gemacht. Das hat mich derartig interessiert und auf dem Gebiet bin ich der Schrecken von allen Lehrern geworden. Weil ich wesentlich mehr gefragt habe, als was die halt beantworten können. Gell? Und das, ich habe das nie in dem Sinn gelernt. Ich habe wahnsinnig viel gelesen.
Und dadurch ist halt ein bisschen etwas hängen geblieben. Gell? So wie ich da dazu komme. Die Geschichte hat ihn bis heute nicht losgelassen. Nach einer Zimmermannsausbildung und einigen Jahren als Polizist ist Eugen Thoma letztlich hier gelandet. Dort, wo er hingehört. Im Heimatmuseum Oberstdorf. Nach vielen Jahren als Museumspfleger, in denen er das Museum maßgeblich mitgestaltet hat, hat er nun aber das Zepter aus der Hand gegeben. Ich habe vor 3 Jahren aufgehört als Museumspfleger, weil wenn man merkt, dass man selber die Leistung, die man sich abfordert, nicht mehr bringen kann, dann hat es Zeit, dass man aufhört und ich so lange weitermache, bis es heißt, wenn Gott denn der Alltag endlich, gell? Und ich habe gute Nachfolger und daher ist das für mich kein Problem. Ich mache jede Woche noch einmal die Museumsführung. Ansonsten habe ich mit den Arbeiten im Museum nichts mehr zu tun. Die regelmäßigen Führungen lässt sich Eugen Thoma aber nicht nehmen. Und das ist gut so. Denn wie kaum ein anderer kennt sich der 78-Jährige mit der Oberstdorfer Vergangenheit aus. Und dass die Führungen im Heimatmuseum meist gut besucht sind, ist zweifelsfrei vor allem sein Verdienst. Und deswegen hat Thoma zu Recht die Silberdistel der Allgäuer Zeitung verdient. Wenn ich da ehrlich bin, was ich sage, das freut mich. Also, ich wäre der, der mit Orden und deren Zeichen im Dorf rumläuft, aber es freut mich. Wenn man sieht, dass das, was man gemacht hat, doch irgendwie Anerkennung findet. Und das natürlich, wenn man jetzt das Museum, im Theater weniger, aber wenn man das Museum nimmt, da hätte ich 2, 3 Leute, die es für nach meinem Dafürhalten auch noch hat irgendwie eine Ehrung erfahren sollten. Das sind die gewesen, die mich 20, 30 Jahre unterstützt haben. Gell? Also die sollte man nicht vergessen. Einmal die Woche kann man sich von Eugen Thoma durch die Geschichte führen lassen. Das Schönste daran, es ist auch eine Führung durch Thomas Vergangenheit. Eine Geschichte vom einfachen Hirtenbub zum ausgezeichneten Heimatforscher. Vielleicht schauen Sie ja mal im Heimatmuseum Oberstdorf vorbei. Weitere Tipps für die Freizeit gibt es jetzt im TV Allgäu Veranstaltungskalender. Die Marktgemeinde Buchenberg feiert 525 Jahre Marktrecht mit rund 400 Mitwirkenden. Unter dem Motto 2000 Jahre Geschichte findet an beiden Tagen ein attraktives Programm statt. Mit historischem Umzug, Lagerleben, Zunfthandwerkern, Tanz, Musik, Gauklern und Artisten. Infos auch unter www.historische-tage.de. Die Fußballspiele der Weltmeisterschaft gemeinsam erleben im Cuba Libre in der Kronenstraße in Kempten. Emotion pur ist garantiert. Die Spiele werden auf Großbildleinwand gezeigt. Dazu einen Cocktail oder eine Pizza und das Fußballmatch kann starten. Buntes Programm für die ganze Familie mit Boxkämpfen des Starbox-Clubs Kempten, Hüpfburg, Präsentation der Fahrschule Hausdorf, Infostand der MTI Industriegase AG und Fahrzeuge der Firma Classic Cars. Staunen Sie über sandgestrahlte Glasbeschriftungen mit diversem Fahrzeuglogo oder Namen. Bei jeder Witterung Gewerbepark 16, direkt an der Autobahn Sulzberg. Infos unter www.sandstrahlen-allgäu.de. Der Verein für Körperbehinderte Allgäu veranstaltet im Park der Villa Viva in Kempten, Füssener Straße, einen Kunsthandwerkermarkt. Mehr als 40 behinderte und nicht behinderte Aussteller bieten ihre selbstgefertigten Erzeugnisse an. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung ist bestens gesorgt. Ein Erlebnis für die ganze Familie sind fliegende Schmetterlinge aus Asien, Südamerika und Afrika mit Raritäten wie zum Beispiel dem ca. 26 cm großen Altersspinner aus China. Erleben Sie, wie aus einer Puppe ein neuer Schmetterling schlüpft oder sich eine Raupe verpuppt. Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr. www.blumen-hartmann-pfronten.de.
Bevor ich mich jetzt verabschiede, schauen wir noch auf die Sendung von morgen. Um 13.30 Uhr ist ja der Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Serbien. Ein Team von TV Allgäu wird beim Public Viewing in der Big Box Kempten mit dabei sein. Die Bilder davon gibt's gleich abends in der Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Für Gott und auf Wiedersehen.